alaikum. Wa alaikum salam. Wie trinkst du gerne deinen Kaffee? Schwarz. Kriegst du. Dankeschön. Nachdem wir über die Zustände gesprochen haben, sprechen wir jetzt über den ersten Chancenschlüssel, der sich daraus ableiten lässt. Und zwar durch die Definition von Bildung. Was ist Bildung? Eine Definition haben wir schon gehört. Die Definition von Mohammed bin Sirin. Er sagt, dass Islam, Ilm ist Bildung und umgekehrt. Jetzt hier eine andere Definition ist, dass, ich finde diesen Satz sehr schön, Bildung ermöglicht dem Menschen, Mensch zu sein. Denn Bildung bezeichnet die Formung des Menschen im Hinblick auf sein Menschsein, das heißt zu einer Persönlichkeit, die sich durch besondere geistige, psychische, soziale und kulturelle Merkmale auszeichnet. Zitat Ende. Und wenn wir das jetzt übertragen auf das, was wir gehört haben, macht das doch Sinn, nicht wahr? Weil den Arabern Bildung fehlte zur damaligen Zeit, waren sie zu solchen Gräueltaten und Verbrechen fähig. Deshalb gefällt mir diese Definition von Bildung sehr gut. Heißt das jetzt im Umkehrschluss, dass Menschen, die ungebildet sind, sind keine Menschen, Unmenschen? Nein, das ist natürlich nicht die Aussage. Ja, es geht hier um nicht sich das Aneignen von Mathematik oder Lesen oder Schreiben, sondern Bildung allgemein. Ja, also wie ist man ein guter Mensch? Was ist ein guter Mensch? Ja, was sind die vorzüglichen Charakterzüge eines Menschen etc.? Man soll nicht lügen, man soll nicht betrügen, man soll nicht morden. Und das hat ihnen gefehlt. In diesem Kontext ist die erste koranische Aufforderung, sich zu bilden, absolut nachvollziehbar und richtig. Weil Allah Ta'ala das Wort Iqra, also liest, in anderen Worten, bildet euch, verwendet, ja, hat dies natürlich dann die Auswirkung, dass all diese Handlungen, worüber wir gerade eben gesprochen, dadurch ausgemerzt werden. Also wir können sagen, dass Bildung ist etwas sehr Wichtiges im Islam. Um das noch zu unterstreichen, möchte ich euch noch Folgendes mitteilen, nämlich, dass das sogenannte Schreibgerät als Bildungstransmitter wird im Koran erwähnt. Das Schreibgerät, also der Stift oder die Feder. Und Allah Ta'ala schwört sogar bei dem Schreibgerät oder bei dem Stift. Das arabische Wort dafür ist Al-Qalam. Und es gibt auch eine Sura im Koran, die nennt sich Al-Qalam. Wird sehr oft übersetzt mit der Stift. Aber ich denke, das Wort Schreibgerät ist eine bessere Übersetzung, weil damals gab es noch nicht Stifte, wie wir sie heutzutage haben, sondern eher Schreibrohre oder eine Schreibfeder. Auf jeden Fall, der Fakt, dass Allah Ta'ala bei dem Schreibgerät schwört, zeigt, wie wichtig Bildung ist, weil normalerweise ein Mensch, so wie wir alle, wir schwören bei dem, was uns lieb und heilig ist. Ja? Bei Allah, bei meiner Mutter, bei meiner Liebe zu dir, bei meinem Vermögen, ich habe dies und jenes nicht gemacht. Aber Allah Ta'ala, Allah schwört bei dem Schreibgerät und was sie in Zeilen schreiben, also er schwört bei dem Schreibgerät erstens, zweitens auf die Bildung. Allah Ta'ala sagt, Nun wal qalami wa ma yasturun, das ist der arabische Originaltext, wo Allah Ta'ala sagt, Nun bei dem Schreibgerät und was sie in Zeilen schreiben. Jetzt stellt sich folgende Frage, warum schwört Allah Ta'ala bei dem Stift? Die Antwort darauf ist, wir müssen einfach weiterlesen. Nämlich Allah Ta'ala sagt danach, مَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونَ وَإِنَّ لَكَ لَأَجَرًا غَيْرَ مَمْنُونَ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. Du bist bei der Gabe deines Herrn kein Geistesgestörter. Mit dem Wort du ist der Prophet Mohammed gemeint.
Weil als der Prophet zu solch einem Volk hinabgesandt wurde, wollten sie natürlich seine fortschrittliche und moderne Botschaft nicht akzeptieren und haben ihn als Geistesgestörter abgestempelt. Obwohl sie eigentlich wussten, dass er die Wahrheit sagt. Aber ihre Kibber etc., also ihr Hochmut, ließ sie die Botschaft nicht annehmen. Also noch einmal, du bist mit der Gabe deines Herrn kein Geistesgestörter. وَإِنَّ لَكَ لَأَجَرًا غَيْرَ مَمْنُونَ. Für dich ist eine nicht ausgehende Belohnung bestimmt. Nicht nur für den Propheten, sondern für die anderen ist eine nicht ausgehende Belohnung bestimmt, das heißt das Paradies. وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. Du verfügst zweifelsohne über einen vortrefflichen Charakter. Also, noch einmal. Normalerweise, wenn ich ja etwas beschwöre, dann wird ja das Beschwörte immer mit einem Schwur verbunden. Das heißt, das, was mir nicht wichtig ist, das beschwöre ich nicht durch einen Schwur. Und der Fakt, dass Allah Ta'ala den Stift oder das Schreibgerät als würdig genug betrachtete, um zu beschwören, dass der Prophet kein Verrückter und kein Geistesgestörter ist, zeigt uns, wie wichtig, ich wiederhole es wieder, Bildung ist im Islam. Also die Mekkaner, die Polytheisten und der Stamm der Quraysh wollten mit Biegen und Brechen sich nicht bilden lassen. Die Botschaft, welche der Prophet sallallahu alaihi wasallam ihnen von Allah übermittelte, war so fortschrittlich und modern, sodass sie ihn, also den Propheten sallallahu alaihi wasallam, als Majnun, als Geistesgestörten beschimpften. Und interessant ist auch, was eigentlich Majnun wortwörtlich bedeutet. Das Wort Majnun wird abgeleitet von dem Wort Jann. Und Jann ist etwas, was man nicht sehen kann. Etwas, was man nicht sehen kann, wird mit Jann bezeichnet. Und zum Beispiel das Paradies. Wie heißt das Paradies auf Arabisch? Jannah. Hier haben wir wieder die gleichen Grundbuchstaben. Warum nennt sich Jannah Jannah? Weil wir das Paradies nicht sehen können. Verrücktheit nennt sich Junun auf Arabisch. Ein Verrückter ist Majnun. Ja, weil er kann bestimmte Dinge nicht sehen, die ein normaler Mensch nicht, was ein normaler Mensch sehen kann. Dann kommen wir zu einer Aya, wo Allah Ta'ala die Auswirkungen der Wissensaneignung erwähnt. Allah Ta'ala sagt: "Huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alayhim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikma wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin." Er, also Allah, ist derjenige, der zu den Analphabeten, also zu den Arabern, einen Gesandten von ihnen schickte, der ihnen seine Worte vorträgt. Und jetzt kommen wir zu der ersten Auswirkung. Sie reinigt von diesen Handlungen, worüber wir gesprochen haben. Und die Schrift und die Weisheit lehrt. Sie waren gewiss vorher in einem eindeutigen Irregehen. In dieser Aya verwendet Allah Ta'ala das Wort Ummiyin, welches mit dem deutschen Wort Analphabeten übersetzt werden kann. Doch die Gelehrten, die haben mehrere Meinungen, was ist ein Ummi? Eine Meinung ist, jemand, der nicht lesen und schreiben kann. Die anderen sagen, wie zum Beispiel Abdullah ibn Abbas. Abdullah ibn Abbas war der Cousin des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, und sein Titel war Tarjumanul Quran, der Koran-Experte, weil er im Vergleich zu den anderen Gefährten mehr Wissen hatte über den Koran. Er sagt, ein Ummi ist jemand, der kein Wissen hat über die göttliche Hinabsendung. Also ein Volk oder eine Person, die kein göttliches Buch hat, oder ein Volk oder eine Person, die keinen Propheten haben. Dann, wenn wir diese beiden Interpretationsmöglichkeiten berücksichtigen, können wir sagen, dass der Iman eines Muslims nur dann vollkommen sein kann
und die diesbezüglichen Erfordernisse aus dem Koran und der Sunna erfüllen kann, wenn er, also der Iman, das Ergebnis eines nachvollziehbaren intellektuellen Erkenntnisprozesses nach dem Mensch möglichen ist. In anderen Worten, warum sind wir Muslime? Warum bezeichnen wir oder ich, warum bezeichne ich mich als Muslim? Warum glauben wir an Allah und warum glauben wir an den Propheten sallallahu alaihi wasallam? Oder? Diese Frage sollten wir uns stellen. Sind wir Muslime, weil uns das so vermittelt wurde, weil wir als Muslime erzogen wurden? In anderen Worten, wir müssen Muslime sein mit Wissen. Jeder muss wissen, warum er an Allah und an seinen Propheten sallallahu alaihi wasallam glaubt. Und das basiert zum Beispiel auf Belegen, wie zum Beispiel auf den Koran oder auf die Sunna des Propheten oder auch auf Vernunftsbeweise, die uns sagen, es gibt etwas wie einen Gott, einen Schöpfer, der Propheten entsendet, um den Menschen eine bestimmte Botschaft zu übermitteln. Deshalb, weil Bildung so wichtig ist, hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam Folgendes gesagt. Eine sehr bekannte Überlieferung, welche auch authentisch ist. Das sage ich, weil es ist wichtig, dass wenn ihr euch mit jemandem unterhaltet und ihr zitiert Belege, also außerhalb des Korans, dass diese sollten authentisch sein. Und zwar der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Das Streben nach Wissen ist eine Pflicht für jeden Muslim. Und in einer anderen Überlieferung ist noch folgender Zusatz, wa ala kulli muslima. Und für jede muslimische Frau. Das ist auch wieder für uns eine deutliche Botschaft, dass man nicht nur einfach ein Buch aufschlägt und das war's schon, sondern es ist auch wichtig, auch andere Bücher zu einem bestimmten Thema aufzuschlagen, weil wenn ich mich nur auf ein Buch beschränke, geht zum Beispiel das Wissen zu diesem bestimmten Thema verloren. Und leider machen das sehr viele Personen heutzutage nicht.